Oh mein Gott, ist das heftig. Leute, das ist in der Tat verdammt heftig. Gut, dann rein. Hier ist überall nichts. Kann ich mir bald nicht vorstellen. Ha. Einer macht die Wand mal auf. Ja, pick. Aber das würde doch bedeuten, wenn er jetzt ihr Vater ist, dass sie auch unsterblich ist. Oder? Das Orel. In der Theorie. Und Leute, wir machen mal kurz auf Pause. Und zwar, ich habe mir hier mal für euch die Systemanforderung des Vorgängers rausgeholt. Jetzt hört euch das mal an. Also ich lese erstmal die von dem hier vor. Moment, ich brauche hier mal die Hülle. Zu viele Spiele. So, folgendes. Für diesen braucht man ein Betriebssystem, das wäre Windows 7 in der 64-Bit-Variante. In der 32 könnte man es wahrscheinlich schon wieder gar nicht spielen. Das ist schon wieder frech wie Sau. Prozessor. Intel Core i3 2100 oder AMD-Äquivalent. RAM 6 GB. Grafikkarte Nvidia GTX 650 2 GB oder AMD HD 7770 2 GB. DirectX 11 25 GB HDD SSD, eingerührt Maus und Tastatur. Vom Vorgänger. Minimal System. Windows XP SP3, CPU 2 GHz, Dual Core, Intel Core 2 Duo oder besser AMD Athlon X2 oder besser. RAM 1 GB. XP oder 2 GB Vista und höher. Nvidia GeForce 8600 512 MB. AMD HD 2600 XT. Festplatte 10 GB freie Eingabe, Maus und Tastatur. Ihr seht mal, dieses Spiel hat einen riesigen Grafiksprung gemacht und das sieht man. Das sieht einfach nur geil aus. Deswegen machen wir weiter. Also wie gesagt, so würde sich das für mich, jetzt sage ich jetzt mal, sag mal, also das sagt mir die Logik. So, hier ist wieder so ein Überlebensgrab. Aber das werden wir noch alles sehen. So. So. Wir haben jetzt hier so Pfeile rangemacht. Und müssen jetzt doch hier theoretisch an die Wand kommen. Jawohl. Oh, Pilze! Pilze! Lass gleich mal Giftpfeile herstellen. So, wir haben wieder drei Giftpfeile. Boah. So, da wollen wir mal. Und hoppsala. Und ein Rucksack mit der Karte. Ja. Noch was? Gut, dann. Pilze! Gib die Pilze her! Und Gottes ruckelt, weil er kurz reinlädt. Aber gut. Nee. Neues Basislager. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Kitesh. Jacob. Die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Ja. Das wäre eine Maßnahme, Lara. So, wir brauchen ja die Camper-Upgrades. Wir kommen ja nicht drum rum. Das brauchen wir.
Das brauchen wir. Und das war's. Das war's mit unseren Fähigkeiten. Lass uns erstmal hier reingehen, weil ich habe ja nämlich eben schon was gesehen, was uns hier entgegenglitzert. Jawoll. Zweimal. Hier ist bestimmt noch irgendwo was. Hier ist nichts mehr. Okay, dann weiter. Oh, Pilze. Pilze, Pilze. Können wir immer genug von haben. Was ist da? Das war ein epischer Körper. Und raus hier. Wieder so ein Überlebensgrab. Verbände. Ja, davon müssten wir auch langsam... Oh, das tut weh. Bestimmt. Müssen wir Lara fragen, ob ihr das wehgetan hat. Aber die Frau spürt, glaube ich, nichts mehr. Faszinierend. Ja. Mit anderen Worten gesagt, hier gucken überall Dildos aus der Wand und... What the fuck is going on here? Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Ja, Lara, das kann gar nicht schaden, aber mir fehlt nach wie vor Munition für sämtliche Waffen. So. Und sagen wir, gehen hier mal rein. Das waren ja auch für jeden scheiß EP-Gerät. Ich meine, ich finde das Spiel bisher richtig gut gelungen. Also macht mir richtig viel Spaß. Sollte man auch merken. Aber what the fuck is going on here? Na gut, runter hier. Und Lundedold. Was ist hier in der Eck? Nischt. Das ist unglaublich. Mit dem Ori den Eingang von Kitesh öffnen. Wie das funktioniert. Oh je, Leute. What the fuck is going on here? Ich muss das in die richtige Position bringen. Ja, ist die Frage, was ist die richtige Position? Und bei welcher sterbe ich? Das ist jetzt eben so die Frage, in welche Richtung muss ich? Achso. Ist doch eigentlich ganz simpel oder relativ simpel. Das wird mir so viel bringen, aber... Man hätte es ja mal probieren können, ne? Autsch. Das muss wehgetan haben. So werde ich das nicht schaffen. Ich muss es in Position bringen. Schauen wir nach wie vor, what is going on here?
Oh, das wird mir nicht so viel bringen. So, was bringt mir das? Das müsste doch theoretisch... Wenn ich mich jetzt da einhake. Ich muss das in die richtige Position bringen. Scheint so, als wenn es noch nicht in der richtigen Position ist. Oh mein Gott, es ruckelt. So, wartet mal. Halt die fest! Oh. Die Frau macht einen wahnsinnig. Ich hoffe, diese Interferenzen seht ihr jetzt nicht. Alles klar. Nein, das war die falsche Richtung. Und hops. Jetzt drehe ich den Mist in diese Richtung. Lara, ich darf dich doch sicherlich mal fragen, ob du ein little bit wahnsinnig bist. Ja, zieh es ruhig wieder zurück. Ich habe damit keine Probleme. Das scheint mir hier nicht physikgesteuert zu sein. So, ich muss. Ein Strich kommt es auf selbe hinaus, aber. Zack. Und noch ein weiter. Und hops. Jetzt müsste ich doch eigentlich... Das jetzt ist gefährlich, wenn ich den Mist jetzt... Ja. Warum? Tut sie das? Nein, Lara, du sollst es drehen. Hopp.
kapier's nicht. Deswegen hole ich mir Lösung. Nee, ich rede noch ein bisschen. Fakt ist, wenn ich das jetzt ziehe, dann ist das in der richtigen Position. Halte ich fest. Ich habe eine Ahnung. Eine ungefähre. Die Idee ist gar nicht schlecht. Ich muss nur versuchen, darauf zu landen. Ja, das ist mir bewusst, Lara. Aber jetzt ist die Frage, wenn du mir mal verrätst, wie, wäre das auch sehr, sehr hilfreich. Sie lässt jedes Mal von vorne los, ne? Das geht gar nicht. Diese Frau lässt immer los. Die kann bügeln und sich irgendwelche Stacheln anschauen. Aber, sag mal, sich festhalten, das kann sie nicht. Nicht erschrecken. So. Du hättest dich doch festhalten können. Was ist denn hier das Problem von dir, Miss Croft? So, jetzt ganz ruhig. Da auf dieses Brett, weil so eins haben wir da schon mal zu stehen. Handy, halt die Schnauze. Ja. Genau. Genau. Handy, du hast erstmal Gedenkpause. Credits oder Money oder. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. In der Theorie müsste ich es doch schaffen. Ja, tue ich auch. Oh. Oh, hier ist was. Boah. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Oh Gott, wir haben Griechenspalte auf 5. Na gut, wir waren jetzt auch viel in Griechenland, wenn ich mal ehrlich bin. Oh, oh. Oh mein Gott, es ruckelt. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Was war das? Du hättest... Naja, gut, sie wurde von diesem... Okay, das Spiel hat Physik. Früher wäre das gegangen in AOD. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen.